Die Bauarbeiten sind beendet. Anstelle der Bauzäune gibt es jetzt Bänke zum Verweilen auf dem neu gestalteten Platz am Roten Schirm in Fellbad. Die Fläche kann seit heute vollständig genutzt werden. Bislang konnten die Gastronomen das nur teilweise. Sie haben aber einen Vorgeschmack davon bekommen, wie gut die Fläche in Fellbad ankommt. Wir hatten sehr viel Zulauf im Sommer auf der Terrasse. Die Leute haben das sehr gut angenommen. Und wir konnten leider zum Teil keine Plätze mehr vergeben. Die Leute haben Schlange gestanden, um auf der Terrasse zu sitzen. Deswegen finde ich das sehr schön mit der Treppe und auf den Bäumen, dass es so ein bisschen lebendig ist in der Mitte, dass wir das ein bisschen ausbauen können bis zum Rand hin, die Tische großzügiger gestalten können. Denn zusätzlich wurden auf dem neuen Platz 10 Bäume gepflanzt, die im Frühjahr aufblühen sollen. In den Abendstunden soll die Fläche durch Bodenbeleuchtung zum Strahlen gebracht werden. Eine Aufwertung der Fußgängerzone, von der auch die umliegenden Geschäftsleute profitieren können. Es sieht edel aus. Wir haben ja im Ergebnis jetzt eine qualitative Bereicherung. Und ich denke, das wird im Zuge der Nutzung wird das dann richtig gut wahrgenommen. Die Umgestaltung des Platzes wurde aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Von den 350.000 Euro werden 80% der Kosten durch den Bund und das Land Nordrhein-Westfalen getragen.